Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Letztes Mal haben wir einige Erzfelder angeschlossen. Zum einen Blei. Wenn unser initiales Blei ist ausgegangen. Dann aber auch Silber und Gold und Titan. Was wir, glaube ich, noch keine Lieferung hatten. Nein, sieht nicht so aus. Aber mit diesen Materialien hier zumindest auf dem Bus oder auf dem Bus geplant, sollten wir in der Lage sein, hier die nächsten beiden Schaltkreise produzieren zu können. Dieser hier, die integrierten Schaltkreise mit den blauen Platinen, die sind nicht allzu schwer. Da haben wir bereits alles. Da hat uns nur das Gold gefehlt. Plus wir brauchen Glas hier für die Fiberglas Boards. Und dann hier, das ist fast das gleiche Rezept, hier, da brauchen wir dann noch Computerchips, CPUs, und der Knackpunkt dürfte das Silikonnitrid sein, was wahrscheinlich ein paar Verarbeitungsstufen mehr benötigt. Aber machen wir uns doch erstmal daran, die integrierten Schaltkreise zu produzieren, die auch irgendwo aufs Band zu legen. Und dann müssen wir wahrscheinlich schauen, dass wir noch Glas von irgendwo her bekommen. Und dann sollten wir zumindest in der Lage sein, die blauen Schaltkreise zu produzieren. Und ob wir dann bis zu den Violetten kommen, werden wir sehen. Was ich aber auch machen möchte, ist hier auf dieser Seite noch ein Gleis hochlegen. Und das muss irgendwo hier zwischen unserem Atomkraftwerk und dem Ende von unserem Bus geschehen. Das heißt, wahrscheinlich haben wir dann hier irgendwo Gleise, die nach oben gehen, und dann erst auf der anderen Seite der Gleise fahren wir mit unserer Verarbeitung weiter. Aber für Gleise bzw. für die Anschlüsse hier unten und dann da oben, das machen wir mit einem Kreisverkehr. Das sollte recht günstig sein, um nicht allzu viel Stau auf dem Gleis zu vermeiden. Und wahrscheinlich haben wir hier unten unsere Bahnlinie etwas zu weit rübergezogen. Dann mache ich das hier mal noch weg und dann schauen wir, wo haben wir einen schönen Kreisel mit vier Ausgängen. Ja, der hier, der tut's. Den kopieren wir uns und können im Wesentlichen hier hochgehen. Machen wir das so, dann können wir nämlich diesen Massen hier belassen. Und
hier kommen wir dann auch rum. Sehr gut. Dann brechen wir das alles ab, bauen es neu. Und ein paar Signale. Gut, dann verbinde ich mal diesen Kreisel mit einem Kreisel, den wir da oben platzieren. Und dann haben wir auch quasi einen Großkreisel. Und dann können wir weiterschauen, wie wir mit der Produktion für unsere Schaltkreise da irgendwo hinkommen. Wenn ich mir das Rezept, die Baustruktur von den integrierten Schaltkreisen anschaue, dann sind die nicht viel anders als die Transistoren. Einfach, dass wir hier noch Schwefelsäure benötigen. Das heißt, grundsätzlich sollten wir eigentlich in der Lage sein, da mit dem gleichen Layout wie für die Transistoren auszukommen. Und wenn wir schauen, wo haben wir die hier, dann sind das die hier. Wir haben hier die, die Doppelreihe mit den Silizium-Wafern, die dann in die Produktion für die Transistoren gehen. Und weil wir hier dann noch Schwefelsäure brauchen, werden wir für die integrierten Schaltkreise größere Maschinen brauchen. Und die Schwefelsäure können wir hier von dieser Seite reinknicken. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die, die Zinnkabel, die wir hier oben uns abonnieren können und reinbringen. Und wenn wir das Ganze hier etwas nach unten versetzen und sagen wir, wir machen das hier. Hier machen wir Kupfer dran. Da machen wir den Zinnausgang. Dann muss das einmal kurz sein. So. Und dann brauchen wir noch das hier. Das machen wir unten dran. Und all die Maschinen, die müssen weg. Und wir brauchen hier das Ganze einmal nach links. Machen wir das so. Und dann können wir... Hier haben wir drei Plätze in der Mitte und wir müssen schauen, dass wir die Knickarme so platzieren, dass wir da dann auch die Schwefelsäure mit reinbringen. Das hier ist unser Ausgang und da brauchen wir zum einen mal die Zinnkabel und hier brauchen wir dann Kupfer. Silizium bekommen wir von der anderen Seite da drüben. Die hier nehme ich alle mal weg. Denn hier werden wir das so benötigen. Dieser muss lang sein, dieser muss auch lang sein, aber hier dann kurz und
das so. Und dann kopieren wir das einfach mal so durch. Und dann haben wir das hier. Und wenn wir hier diese Strommasten verwenden, die ein bisschen größer sind, dann bekommen wir auch diese Greifarme hier abgedeckt. Dann kopieren wir einfach mal das hier rüber und dann machen wir das so. Da kommt dann unsere Schwefelsäure ran. Da mit Kupfer. Und hier machen wir das so. Alles einmal gedreht. Einmal genügt. Und dann können wir das hoffentlich hier nach oben ziehen. Und da machen wir das so hin. Und dann können wir hier im Wesentlichen das Förderband bis hier vorne durchziehen. Und dann muss ich nur noch die nötigen Anschlüsse legen. Und dann haben wir integrierte Schaltkreise auf dem Band. Ich denke, das machen wir dann hier rüber. Und daran. Hier brauchen wir dann natürlich noch Silizium, Plastik, Kupfer und Zinn wäre wahrscheinlich auch noch ganz gut. Zinn können wir hier drüben noch mit drauf geben und dann haben wir alles. Und für die weiteren Schritte, für die Boards, da brauchen wir noch Glas. Den Rest sollten wir dann alles haben. Und ich habe mir gedacht, wir haben hier das Quarzfeld. Das wird, wir werden hier die Quarzverarbeitung haben. Und da macht es nicht wirklich Sinn, das Quarz hier zu schmelzen, zu verarbeiten, dann hier rüber zu karren, damit wir es wieder auf die Förderbänder legen können. Das heißt, hier können wir grundsätzlich das Quarz direkt verarbeiten und dann auf die Förderbänder, beziehungsweise wir können hier wahrscheinlich etwas Glas abzweigen und das zumindest provisorisch mit hier raufbringen. Da müssen wir schauen, vielleicht müssen wir das, diese ganze Produktion etwas nach oben verschieben, damit wir da ein Band mit Glas durchbringen. Und vielleicht brauchen wir in Zukunft noch ein paar Bänder da oben dran. Also wenn wir schon dran sind am Verschieben, dann verschieben wir das gleich so, dass wir 4 zusätzliche Bänder da mit hinbekommen. Die Förderbänder habe ich nun hier bis zu unserer Militärforschung hervorgezogen und manchmal habe ich die Fabrik versetzt. Manchmal ging es auch einfach mit ein bisschen langen Untergrundbändern, zumindest um einen Teil der Fabrik zu umgehen.
Aber ab diesem Punkt, da haben wir dann sogar Bänder, die in die andere Richtung laufen. Aber ich habe das Gefühl, hier brauchen wir dann nicht mehr vier Bänder, die bis darüber gehen. Zumal wir hier schon zwei Bänder haben, die von oben kommen. Und hier können wir nun schauen, wo bekommen wir nun ein Band mit Glas her. Zumindest für das Nötigste. Und hier geht uns das Silikon aus. Das Silikon geht uns aus, weil wir hier keinen Stein mehr haben. Wir haben keinen Stein mehr. Weil alles aufgebraucht wird und ist auch nicht mehr allzu viel hier auf dem Feld. Hier noch mal einen Förderer platzieren. Wir können hier nochmals einen haben und hier. So. Und das deckt dann so ziemlich das ganze Feld hier ab. Hier unten haben wir noch etwas. Aber wenn das auch weg ist, dann müssen wir die Zugstation für Stein anschließen und für Ziegelstein. Und was ich mir gedacht habe, wir können hier einfach das so machen. Dann hier auch noch zwei Bänder. Das funktioniert so lange, wie wir von hier unten Quarz bekommen. Wenn wir dann hier oben Quarz, können wir vielleicht da das Ganze nach oben legen. Und wenn wir jetzt dieses Band hier rüber ziehen, nehmen wir wahrscheinlich die Förderbänder aus. Aber ich sollte zumindest in der Lage sein, hier das Ganze nach unten zu ziehen. Und wir machen das hier. Und da sind die Förderbänder alle. Das heißt, hier machen wir Durchgang, Durchgang, Durchgang. Und dann brauchen wir dieses Band hier nicht. Das wird unser Glasband. Und das machen wir jetzt alles so. Und das müsste, ja, das ist alles mit im Konstruktionsbereich von unseren Robotern. Also irgendwann werden die Fließbänder da gebaut und wir bekommen Glas auf unseren Bus. Das heißt, wir können unseren Bus verlängern auf die andere Seite des Gleises. Und dort dann damit beginnen, die Produktion für die blauen Schaltkreise
hinzumachen. Und das sollte keine große Sache sein, denn die sind im Wesentlichen gleich, einfach dass wir statt Zinn hier Gold haben und statt den Grauen haben wir da die Fiber-Platten. Und die produzieren wir auch leicht anders. Und dann hier, da haben wir einfach ein Material mehr, das wir brauchen. Somit denke ich, wir können wahrscheinlich diese Fabrik hier kopieren und adaptieren für die blauen Schaltkreise. Aber zuerst mache ich mal da die die Bänder bis auf die andere Seite und das machen wir hier mit den roten, damit wir hier alles schön unten durchbringen und links und rechts noch einen Platz frei haben. Und da, wo wir keine Bänder anlegen haben, da können wir die Förderbänder dann auch wieder entfernen. Zumindest für den Moment. Ich gehe davon aus, dass irgendeinem Zeitpunkt werden wir da, wo wir Aussparungen gelassen haben, da werden wir auch noch Material drauf brauchen. Und dann ergänze ich doch einfach mal die Bänder hier in die Richtung. Bis zu dem Feld hier, das ist, hier sehen wir es, das ist Tungsten. Und Tungsten haben wir hier ein großes Feld und da nochmals ein großes Feld. Darum denke ich, dieses Feld hier werden wir nicht unbedingt benötigen. Das können wir einfach überbauen mit unserem Bus. Aber es wird ein Weilchen dauern, bis hier der ganze Bus fertig ist. Und dann können wir schauen, dass wir hier unten die blauen Schaltkreise mit ranbringen. Und wahrscheinlich tun wir gut daran, hier vielleicht noch ein bisschen Strom dran zu machen, plus Roboports. Gut, ich mache hier einen Schnitt und dann sehen wir, wenn wir die Fabrik für die blauen Schaltkreise bauen können. Die Förderbänder sind platziert. Und nun können wir uns an die Arbeit machen und uns dieses Setup hier kopieren. Das ist das, was wir brauchen. Und wir können das hier hin platzieren und hier brauchen wir dieses Rezept, hier brauchen wir dieses Rezept, hier brauchen wir dieses Rezept. Und was wir auch noch brauchen,
hier auf dieses Band legen wir ein Material. Auf welche Seite kommt das? Es kommt auf diese Seite. Das heißt, wenn wir jetzt hier die integrierten Schaltkreise drauflegen, dann funktioniert das so, wie es sollte. Und hier, da brauchen wir natürlich dann die Transistoren und die Dioden. Und hier brauchen wir das Lötzinn und das Harz. Dann hier haben wir den Ausgang. Den legen wir hier hin. Und hier können wir hoffentlich nun alle kopieren. Was brauchen wir hier? Hier brauchen wir Kupfer, Kunststoff und Glas. Kunststoff und Glas. Dann machen wir hier das mal mit Rot. So. Kunststoff haben wir hier. Verschieben wir etwas. Da brauchen wir dann ja sowieso noch irgendeinen Abgang. Und da haben wir unser Glas. Sehr gut. Und Lötzinn. Harz haben wir hier. Das reicht sogar. Und Lötzinn haben wir hier oben. Dann brauchen wir hier noch die Dioden und Transistoren.
Das machen wir am besten so. Gehen wir hier mit den Transistoren raus. Denn dann können wir hier das so machen für die Dioden. Dann hier brauchen wir das davon. Irgendwo das ein Flüssigstoff. Die Schwefel-Eisenlösung. Davon. Und dann hier die auch noch ran machen. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch hier dran Kupfer und Gold. Das bekommen wir noch hin. Gold haben wir hier unten. Recht einfach. Und Kupfer holen wir uns von etwas weiter oben. Ja, haben wir Kupfer. Und damit sollten wir alles haben, was wir brauchen, um die blauen Schaltkreise zu bekommen. Habe hier wieder einiges in die Tasche gesammelt, was ich nicht brauche. Aber dank Logistik können wir das ja alles von Robotern abholen lassen. Und die Logistikroboter, die ich da noch habe, die entlasse ich. Und denen brauche ich keine mehr. Denn wir verwenden die besseren. Hier, die Schaltbretter, die werden produziert. Und so wie es aussieht, die blauen Schaltkreise. Wunderbar! Das war gar nicht so schwer. Alles, was uns hier noch fehlt, sind ein paar Montagemaschinen für Elektrik. Und dann läuft diese Fabrik hier auch, und wir können dann nächstes Mal schauen, was brauchen wir dann hier für die CPUs und für die lila Schaltkreise. Aber das ist ein Projekt für nächstes Mal. Diese Folge ist lange genug, und ich hoffe, ich sehe euch dann auch wieder. Bis dann und tschüss!